Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Starfield mit mir, dem Pyramus. Wir machen weiter. Schön, dass ihr wieder mit mir am Start seid und eine neue Folge Starfield mit mir genießt. Eine neue Aufnahmesession, besser gesagt. Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen müssen. Ich habe es 300 Jahre nicht mehr gespielt. Genauso lange ist es her. Nee, eigentlich nicht. Ein Schritt vor, genau. Lade das Programm. Ach ja, dieses Programm da hochladen. Ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, gut, machen wir. Genau, wir haben jetzt die neue Quest. Kann nicht. Ich habe viel zu tun. Okay. Okay. Genau, ja, wir machen heute weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich war jetzt ein paar Tage ausgefallen und so. Ich lag auch ein bisschen am zeitlichen. Ich glaube, die anderen spielen. Nee, ich glaube, Oblivion kam auch nicht so, ne? Nee. Ja. Bisschen zeitlich und genau noch ein bisschen die Erkältung. Ja. Aber dafür gab es einen Stream. Dafür gab es einen Stream, Leute. Minaya Ellis sucht jemanden für einen Job. Ich bin ja scheinbar nicht diskret genug. Naja, wenn du hier rumrennst und sagst, die sucht jemanden für einen Job und du rennst hier rum, ja, bist du, glaube ich, auch nicht diskret genug. Nee, das kann sogar sein. Mach bloß kein Ärger. Mach bloß kein Ärger. Hi. Was? Was? Mein Geduldsfaden ist dünn. Was willst du? Also halt besser die Klappe. Na, willst du gleich auf die Schnauze oder was? Wie wär's, du Gesichtsgulasch? Ja, ja, da. Was hat der denn da für einen Moonwalk? Hä? Lol, wenn man gegen ihn läuft, dann. Glotz nicht. Lol, wenn man gegen ihn läuft, dann kommt die KI. Da wird dich klar. Ist ja geil. Aber hier geht die Moonwalk. Wie geil, die KI kommt, da wird dich klar. Ist ja lustig. Und so einfach, Leute, kann man die KI verwirren. Ja, ja. Okay. Ist ja witzig, Zeltkorb. Was gab's da noch? Zeltkorb, Firmensitz von Stroud Elkland, Firmensitz von, ja, ne? Sky Street beschränkt, okay. Aber immer gern. Aber immer gern, ja. So geht hier. Das ist ein Hallo, aber immer gern. Ja klar, weißt du, was ist denn immer gerne? Schon wieder? Hey, sag Mr. Okadibo, dass ich tue, was ich kann. Was? Was? Wo nix ist, kann man auch nix holen. Erklär mir doch mal. Sorry, ist einfach so. Na, aber. Erklär mir doch einfach mal, was hier los ist. Das ist nicht die Begrüßung, die ich erwartet hätte. Ach herrje. Du bist gar nicht wegen Mr. Okadibos Schulden bei Keltkorb hier? Oh, hat Schulden. Oh, ist das peinlich. Ich fange nochmal an. Ich heiße Clover McKenna, aber nenn mich Chloe. Entschuldige den Ausbruch. Ja, ja, alles gut. Vielleicht hätte ich ein Namensschild tragen sollen. Warum würde der Mr. Okadibo Leute einstellen, um ihn zu vertreten? Vielleicht hätte ich ein Namensschild tragen sollen. Ja, wäre vielleicht besser für mich gewesen. Diese Sache mit Okadibo bei der Neon Mining League macht mich echt noch wahnsinnig. Mhm. Was ist die Neon Mining League? Das ist ein Laden auf dem Ikuchi Market. Der Platz neben dem Ryujin Tower. Mhm. Die verkaufen allerlei Mining-Ausrüstung und Rohstoffe. Ein toller kleiner Laden, gutes Sortiment, sehr ordentlich. Der Eigentümer Mr. Okadibo ist ein sehr netter Mann. Aber seine Ambitionen reichen einen Grafsprung weiter als sein Geschäftssinn. Das muss ein ziemliches Schlamassel sein, wenn es dich so aufbringt. Wenn du wüsstest, Mr. Okadibo hat hohe Schulden bei Keltkorb. Ich habe ihm schon mehr als genug Zeit gegeben, das Geld aufzutreiben, aber meinem Vater geht die Geduld aus. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch bremsen kann.
Kannst du mal nicht irgendwas über Zelt Corp erzählen? Wir sind ein Tech-Konzern, hauptsächlich auf Mining spezialisiert. Von unabhängigen Solo-Einheiten bis hin zu voll ausgestatteten Außenpostensystemen. Wir haben den richtigen Bohrer für jeden Stein. Ist vielleicht nicht so glamourös wie andere Firmen hier im Gebäude, aber es zahlt die Rechnungen. Okay, willst du mir mehr über deinen Vater erzählen? Oh, er ist der CEO von Celt Corp. Vom ganzen Laden. Oh. Er behauptet gerne, dass er die Firma aus dem Nichts aufgebaut und in weniger als 30 Jahren zu einer Megacorp gemacht hat. Dabei vergisst er nur leider den millionenschweren Treuhandfonds, der ihm dabei geholfen hat. Typisch für meinen Vater. Warum möchtest du Chloe genannt werden? Weil mein Vater einen miesen Humor hat und ich den Namen Clover nicht ausstehen kann. Ich meine Clover? Klee? Unsere Familie kommt aus Irland, verdammt. Noch überdeutlicher kann ein Name eigentlich gar nicht sein. Haha, sehr witzig, Dad. Ich bin ehrlich, ich hab den Witz nicht mal gecheckt. Clover aus Irland? Was? Ich hab den Witz nicht mal verstanden. Okay. Aber... Ist das Gehirn nicht so richtig? Dein Gehirn will nicht richtig. Hast du die Verantwortung über die Zeltkopf-Niederlassung in Neon? Vorerst. Aber eigentlich hat mir mein Vater die Stelle natürlich nur als Test gegeben. Er will in ein paar Jahren in Rente gehen und ich bin seine einzige Verwandte. Aber ich weiß nicht, ob er mir seine Nachfolge zutraut. Also schickt er mich aus zwei Gründen hier raus. Erstens als freundliches Gesicht für Kunden, die er hierher einlädt. Und zweitens ist sein Heißsporn von Tochter so möglichst weit von ihm entfernt. Der Mann ist echt unglaublich. Vielleicht könnte ich dabei helfen, Mr. Okalibur Schulden zu begleichen. Du willst ihm helfen? Das ist sehr, sehr nett von dir. Es ist sehr nett von dir, dich für ihn einzusetzen. Dass ich für eine Megacorp arbeite, heißt ja nicht, dass ich kein Herz habe. Saburo, ich meine Mr. Okadibo, ist einer der nettesten Menschen, die es gibt. Vor allem in dieser Stadt. Er braucht dringend Hilfe. Aber er ist zu stolz, um Geld von mir anzunehmen. Vielleicht hört er ja auf dich? Führst du eine Beziehung mit Mr. Okadibo? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ja, ich will es aber wissen. Ich möchte das hier bitte auf einer professionellen Ebene belassen. Fickst du ihn? Okay, lassen wir es. Aber ich würde es schon interessieren. Du liebst ihn. Du magst ihn. Darum tust du das, ja? Die Liebe lässt dich blind werden, mein Fräulein. Ach, das wäre toll, einfach großartig. Ja. Wenn du mein Gewissen von seinen Schulden befreist, wäre das toll. Mich beschäftigt das so sehr, ich führe sogar Tagebuch. Und mach dir wegen der Bezahlung keine Gedanken. Du wirst nicht enttäuscht, versprochen. McKenna's halten ihr Wort. Du fährst. Okay. Finde Clovers Tag... Ja, auf jeden Fall! Ich werde... dieses Tagebuch finden. Sowas von. Ich werde dieses Tagebuch finden, Leute. Ich möchte wissen, ob die jetzt... Ich muss es wissen. Habe ich was Falsches gesagt? Du hast gar nichts gesagt. Das war auch das Beste. Wird Mr. Okadibo überhaupt erst so viele Schulden angehäuft? Er hat den Laden mit Ausrüstung von uns ausgestattet. Jede Menge Geld investiert, das er nicht hatte. Und weil die Geschäfte nicht gut laufen, ist er mit seinen Raten ganz extrem im Rückstand. Ja. Es war vermutlich nicht die beste Geschäftsidee, auf einer fast völlig von Wasser bedeckten Welt ein Mining-Geschäft zu gründen. Seine Zielgruppe waren wohl Reisende, die in unserem System Zwischenstation machen. Aber das war ein Reinfall. Der arme Mann. Okay, na gut. Schönen Tag noch. Jupp, danke. Der Schuldner. Da ist schon mein Zeltkorb hoch. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall? Dann werde bloß nie wie diese Spacer. Die sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehlen und morden. Nicht mal die Crimson Fleet vertraut ihnen. Ich arbeite hier. Keine Ahnung, aber ich muss hier raus.
Lässt du mich jetzt arbeiten oder willst du mich weiter stören? Keine Zeit. Ich störe niemanden. Einer dieser Tage, was? Eher einer dieser Monate. Ach, scheiß drauf. Ich gehe zu Terra Brew. Jetzt sofort. Ja? Ich komm mit. Wir können ja auch Chloe was mitbringen. Tü-tü-tü-tü-tü, okay. Okay. Okay, hier brauche ich, oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, warte mal, wenn ich einen Dreier hier nehme. Das passt auf hier ein 3. Und wenn ich dann hier den 2er nehme. Das würde passen, oder? Das passt für die Faust ins Auge. Nice, dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann nimm mal den Dreier hier. Ja, der und der ist vergeben, ne? Ja, okay, die mittleren oder die äußeren, die ich vergeben kann. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ja. Da fehlt nur hier und hier. Ja, geht. Nice. Dann erstmal das hier und das hier. Easy. Programm hochladen. Nice. Mhm. Hi. Bis denn. Ah, nice. Rein und wieder raus, Leute. Rein und wieder raus. So muss es. So. Security hat Saburo Okadibo im. Ja. Jetzt sprich mit Saburo, ja, Okadibo, ja. Ja, Quest habe ich ja schon. Ach so, ich kann wohl die Quest auch aus seiner Perspektive anfangen. Aber, okay, naja. Können uns ja gerne gleich um den Schuldner kümmern, wenn wir das gemacht haben. Ja, warum nicht? Komm, ja, okay, machen wir gleich mal. Mal den Schulter fertig, wenn die Quest hier durch ist. Ja, dann können wir gerne uns den Schulter angucken. So, hallo, hallo, hallöchen. Ich muss ein bisschen aufpassen, mein Dauerstoff. Der Bericht ist gut, aber du brauchst noch mehr stützende Beweise. Imogen ist absolut detailversessen. Hatte ich befürchtet. Ich will nur nicht auf die Combatech-Datenbank zugreifen. Da kriege ich Angst. Ich weiß, was du meinst, aber das ist das fehlende Teil. Oh, dann lege ich mal los. Hey. Hi. Kann ich helfen? Nö. Na, sieh mal einer an. Du hast deinen ersten Auftrag überstanden. Wie ist es gelaufen? Reden wir lieber über mein Gehalt. Wenn du glaubst, du könntest dein Gehalt verhandeln, irrst du dich. Außerdem hängt die Bezahlung von deiner Leistung ab. Also, lass hören. Wie ist es gelaufen? Weißt du das denn nicht schon? Gute Frage. Wir haben da draußen reichlich Augen und Ohren, aber ich muss es trotzdem von dir hören. Wow. Alles klar, keine Probleme. Nicht der Hauch eines Problems. Ich wusste doch, du bist perfekt für den Job.
Denk daran, ein Zwischenfall kann alles Mögliche bedeuten. Bestechungsgelder, Deckgeschichten, Aufräumteams. Du weißt schon. Je sauberer deine Arbeit, desto höher die Auszahlung. Das verstehst du sicher. Verstehe, saubere Arbeit bedeutet maximale Bezahlung. So ist es. Inzwischen kümmere ich mich darum, dass dieses Slate korrekt entsorgt wird. Nun, da wir wissen, dass dich ein kleiner Cyberstreich nicht überfordert, geht es mit Unterschiebung weiter. Unterschiebung? Ich soll jemand einen Kugelsaal ins Nest legen? Sehe ich etwa wie ein Vogel aus? Mach dich ruhig lustig. Aber was wir hier tun, ist eine hohe Kunst. Du solltest es ernst nehmen. Eine unserer Tochtergesellschaften, Arboron, konkurriert mit Laredo um einen Auftrag. Der Kunde ist sehr auf ein gutes Image bedacht und wird einen Vertreter nach Aquila City schicken, um Laredo zu beurteilen. Du musst dem Büro einfach nur zuerst einen Besuch abstatten und dort belastende Indizien gegen die Firma hinterlassen. Wo soll ich die Indizien hinterlassen? Die Beurteilung wird ähnlich wie eine Buchprüfung ablaufen. Da wird alles gründlichst geprüft. Aktenschränke, Schreibtische, dir wird schon etwas einfallen. Worauf kommt es bei diesem Auftrag besonders an? Hier ist saubere Arbeit gefragt. Wenn wir negative Aufmerksamkeit auf uns ziehen, könnte uns das den Auftrag kosten. Ich will aus Aquila City keine Berichte über Kopfgelder oder Leichen hören. Na gut, alles klar, wird erledigt. Gut. Das sollte dir keine Probleme bereiten. Anders als Keltkorp hat Laredo ein eigenes Gebäude. Du musst also nur ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen überwinden. Hier ist die Slate, die du dort unterbringen sollst. Sie enthält vertrauliche Daten, die unsere Freunde bei Laredo schlecht dastehen lassen. Und jetzt los. Reise Aquila City. Ja. Erstmal der Schuldner. Erstmal den guten Schuldner machen, mal gucken, wie das wird. So, nice, okay. Aber gut, wir haben schon mal gut Geld bekommen. Und die Kirche. Was will man mehr? Hallo. Könnte für einen Kaffee glatt jemand umlegen. Solange du nicht mich umbringen willst, ist alles gut. Hi. Das Syndikat ist zurzeit. Ich glaube, ich hab. Wie heißt das noch? Hühneraugen? Ja, die hab ich. Was? Ja. Ich gehe da auch gleich mal hoch. Ich wollte schon mal kurz das Tagebuch. Mich interessiert aber, was da oben ist. Hi. Ich arbeite wirklich gerne bei. Hast du hier was zu suchen? Nö. Clover McKennis Tagebuch. Was einfach auch so offen rumliegt, ne? Klar, weißt du, Tagebuch, sie will das nicht erzählen, aber lässt es offen immer rumliegen. Dann mache ich das, würde ich das auch machen mit dem Tagebuch. Einfach so offen, dass alle die Kollegen mal so rumblättern können, was gerade spannend aussieht. Geil. Ich muss zugeben, dass mir die Sache mit Saburo nachts wach hält. Ich kann sehen, wie die Situation in anderen zermürbt, sowohl persönlich als auch beruflich. Saburo ist ein guter und aufrichtiger Mann. Er wird mein Geld aus Stolz nicht annehmen, aber er versteht nicht, dass dies ein applikates Spiel ist. Erst im besten Fall sind variable Zinssätze darauf ausgelegt, irgendwann wie ein Erdrutsch über dich hereinzubrechen.
Ich will ihm doch nur eine faire Chance geben. Ich mag ihn ja nicht an jede seiner Ideen glauben, aber ich glaube an ihn. Er braucht einfach nur jemanden als Finanzpartner, der ihm die richtigen Orientierungspunkte geben kann. Jemanden, der für ihn nur das Beste will. In Anbetracht meiner Position ist er natürlich ein gewisser Interessenkonflikt. Aber von meinen Gefühlen für ihn, einmal abgesehen, möchte ich ihm wirklich helfen. Entschuldige mich, ich habe was zu erledigen. Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Okay, jetzt kann ich dir erzählen, die Gefühle. Mal gucken. Ob ich das möchte. Bin noch unentschlossen, muss ich ehrlich sagen. Bin ich noch. Keine Ahnung, ob ich das jetzt schon so rausplaudern will. Mal gucken. Aber erst einmal wollte ich hier diese wunderschöne rote Treppe hochgehen. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet.